Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine schöne Runde One Troll Army. Ein Tower Defense Game. Wer noch nicht zugeschaut hat, es ist wieder diese Musik eingeschaltet hier. Ne? Ich hoffe, da kriegen wir keine rechtlichen Probleme wieder. Wir haben unsere eigene rechtefreie Musik, wo es keinen Stress gibt mit YouTube Kindergarten. YouTube Musik, richtig, Kindergarten. Jeder, der Videos mag, kennt es. Mimi, du verwendest meine Musik, mimi. Das nervt einfach, Leute, wirklich. Drum scheiße ich drauf, Musik aus in den Games und fuck off, YouTube. Es geht auch ohne. So, One Troll Army. Wir sind, hier. Hoppala, muss ich mal zurück. Oh, Wolf 38, Medium. Okay. So, wir haben die nächste Mission. Und zwar Stonehold. Jetzt soll man so ein Steinschloss bauen. Jetzt kommt Stein auch dazu. Es wird komplexer. Jo, und schauen wir mal, wie wir da abschneiden werden. Build a Stonehold. So, wir haben X Objectives. Hoppala. So, upgrade all buildings and towers to level 3. Also, das wird ein bisschen dauern. Wir sollen jetzt Steinzeug bauen. Dann würde ich sagen, machen wir ruhig einmal die Steinmine hier. Oh. Scheiße. Wir brauchen Geld. Okay. Klappt nicht so ganz, wie man das dachte. Oh, wir haben erst 4 Orks. Wir fangen ja ganz von vorne an. Ey. Normal hat man ein bisschen was. So, Baracks. Upgrade. Machen wir hier mal Upgrades. Bisschen. Traverne können wir auch. Town Hall. Ja, machen wir mal die Grundsachen, sage ich mal. Wir müssen hier ein bisschen das Ganze upgraden. So, dazu brauchen wir Holz. Das haben wir nicht. Machen wir das so. So. So, jetzt. So müsste das klappen. Wir kriegen gleich einen Angriff. Der hier wird auch. Na, der ist Level 1 überall. Okay. Aber da können wir was dazu kaufen. Ja, dann beschleunigen wir das mal. So, Leute, jetzt werden wir dahin hüpfen. Rein da! So, da gibt es ordentlich Watschen. So, da umrennen die Wappler. Wir haben noch keinen Schutz, also das erste werden wir natürlich total verlieren, das ist klar. Ich frage mich nur wirklich, wir müssen da auch Wände bauen. Ja. 60 Holz, so viel Holz habe ich nicht. Wir müssen alle Holz schicken, holen, schicken, kaufen gehen. Uah, was laber ich? Also Holz, Jungs. So. Wir brauchen Holz. Und dann bauen wir eine Traverne. So, einer weniger. Einer soll bauen. Dass zumindest mal einer da baut. Wie sieht's denn jetzt aus? Was wird denn da gerade gebaut? Irgendeiner baut doch. Aber nichts wird gebaut. Hä? Geht nichts weiter. Verstehe jetzt nicht ganz. Ja, war klar, das ist unmöglich zu schaffen ohne Holz. Da wären wir noch. Das ist ein bisschen ein dummer Start von dem Game. Ich finde, die könnten uns ruhig mehr Holz geben. Also das ist Verarsche hier. Da kriegt man ja nie genug Holz zusammen. Das ist Bullshit, ehrlich.
So, geht mal alle hier Holz holen. Das ist Blödsinn, Leute. Also ohne Wände schafft man das nicht. Vielleicht hätte ich auch als erstes die Wände bauen sollen. Kann sein, aber so ist es reiner Blödsinn, weil das kannst du nicht schaffen. Das ist unmöglich. Da brauche ich eigentlich gar nicht verteidigen, weil das ist für den Arsch. Dann drücken wir gleich Restart, lassen die durchraschen und gehen wieder Holz sammeln. Weil alles andere ist hier Bullshit. Ist nicht schaffbar. Ist einfach nicht schaffbar, weil die rennen dich einfach nieder und wir haben keine Verteidigung. Ja? Aber als erstes den Wall, das ist auch nicht so. Sie sind viel zu stark. Schau dir das an, hey. Ich mache überhaupt keinen Damage hier. Keine Chance. Ja, das war klar. Also ich muss sagen, das ist Bullshit von dem Game. Da müssen sie an der Balance noch was machen. Das ist absoluter Blödsinn hier. Nicht mal die erste Wave halten wir auf. Das ist... Sorry, aber das ist mehr als lächerlich. Das ist lächerlich. Da müssen sie uns die Ressourcen auch geben, dass wir zumindest den Wall ein bisschen hoch können. Aber wir haben ja gar nichts. Und ich kann nicht schnell genug hier sammeln. Also das haben sie scheiße gemacht. Absolute Scheiße ist es. Und ja, das sollten sie ein bisschen balancen, weil sonst ist das nichts wert. Ist auch nicht lustig, sowas. Das ist einfach nur Scheiße. Ja, das kann man mit einem Wort sagen. Scheiße ist es. Wenn man nicht mal die erste Wave schafft, ist es einfach nur lächerlich. Wird echt Zeit, dass das balanced wird. So, was ist jetzt? Wieso bauen die nicht? Habe ich hier einen Bug oder was? Ihr solltet es. Das ist reparieren. Ich bin ein Trottel. Ah, ich bin ein Trottel. Das hier ist bauen. Ich bin ein Dödel. So, jetzt wird aber gebaut. Okay, ich habe mich verdrückt, aber trotzdem hatten wir die Ressourcen nicht. Also Blödsinn ist trotzdem Blödsinn. So, ich lasse die gleich durchraschen, weil das ist eh nicht zu schaffen. Kommt, geht einfach durch da. Fertig, macht es kaputt. Restart, fertig. Weil, wie gesagt, das ist wertlos. Das kannst du nicht schaffen. Einfach Blödsinn, solange man die Wall nicht hat, ist das einfach nur Blödsinn, ne? So, jetzt haben wir es aber gleich und dann haben wir eine Chance. Ja, alles andere ist Bullshit einfach nur. So, echt sagen, wie kann man so einen unbalancen Scheiß rausbringen, wo ich 8-mal restarten muss, damit ich die erste Wave schaffe, nur weil wir keine Mauer haben. Also das ist irgendwie geistig total unterentwickelt von den Herstellern. Ja, das ist total dumm. Probieren die ihr eigenes Game nicht aus? Da frage ich mich schon. So, jetzt haben wir eine Chance zum Beispiel, das ist okay. Aber da lächerlicherweise, dass nichts weitergeht, das finde ich ein bisschen, ja, sehr übertrieben. Ne? So, einen Store können wir vielleicht... Ah, den haben wir schon, okay. Ja, wir brauchen Leute, das ist das. Jetzt habe ich aber auch schon mehr Holzsammler, also das könnte funktionieren zumindest. Wir sammeln jetzt mal Holz und dann versuchen wir das mal aufzuhalten hier. So. Ah nein, ich habe mich verdrückt. Verfickte Scheiße. Ich wollte das hier machen. Ah, das ist doch ein Kack. Voll verdrückt. So, die über den Haufen rennen hier. So geht es schon wesentlich besser. Abhauen hier, sonst schaffen wir es sowieso nicht. Und wieder verloren. Also, ey, sorry Leute, aber was habt ihr hier für eine Balance? Ich glaube, ich breche das gleich ab hier. Das ist nicht schaffbar. Sind die bescheuert, die Hersteller? Sind die bescheuert? Jetzt muss ich zum 10. Mal bei der Wave 1 restarten. Die sind doch behindert oder so. Ey, sorry, aber das ist Blödsinn. So, ey. Mir fehlen die Worte für so viel Dünnschiss von den Herstellern. Also, ehrlich gesagt, das Game ist es nicht mal wert zu Let's Playen. Ich kann davon nur absolut abraten, muss ich im Nachhinein jetzt sagen.
Die ersten beiden Missionen sind absolut in Ordnung, balanced, schwierig, aber machbar, aber die dritte ist einfach nur Blödsinn, weil ihr seht, man haltet nicht mal die erste Wave auf. Also da kann ich nur sagen, lächerlich, lächerlich. In dem Sinne werde ich das jetzt wahrscheinlich abbrechen, einen Versuch starte ich noch und dann habe ich keinen Bock mehr, weil es ist sinnlos, etwas zu versuchen, was nicht möglich ist. Ja? Also das ist der größte Blödsinn ever, dass man nicht mal die erste Wave aufhalten kann. Ja? Da kann ich nur abraten zu diesem Spiel, es ist free in Steam. Ja? Man kann jetzt sagen, ja okay, du regst dich auf, ist ja free, aber free muss ja nicht gleich scheiße sein. Wenn sie was machen, dann sollen sie es so machen, dass man es schafft. Und ich kann nur eins sagen, die haben das Spiel niemals getestet, niemals ausprobiert, denn ansonsten würden die merken, dass es gar nicht möglich ist zu schaffen. Ja? Ich habe jetzt sogar die Wand hier. Es ist unmöglich zu schaffen. Ihr schafft es nicht. Schaut mal, was da kommt. Das ist Wave 1. Ja? Ich gehe jetzt mal rüber. Das ist Wave 1. Ja? Und ihr hattet vorher nicht mal, oder wir hatten nicht mal die Mauer. Also das geht echt ins Lächerliche über. Kann man nicht empfehlen. Spart euch den Download, sage ich nur. Ich werde das jetzt abbrechen. Und wie gesagt, meine Empfehlung... Erspart euch einfach. Es ist eins der schrecklichsten Tower Defense ever, wenn man die Balance berücksichtigt. Ich habe schon viel Blödsinn gesehen hier von Balance. Ich werde das jetzt auch abbrechen. Aber das ist einfach nur purer Blödsinn. Das ist einfach nur purer Blödsinn. Ich weiß nicht, was die sich denken da oder denken sie überhaupt. Die Waves gehen weiter, aber man kann es halt nicht schaffen, weil ihr werdet zurückgesetzt. Ja, ich gehe jetzt nochmal rein. Ihr werdet zurückgesetzt und ihr müsst wieder komplett von vorne anfangen. Und man kann nicht mit 0 anfangen, wenn man gar nichts hat. Aber Wave 43 zum Beispiel haben. Also das ist ein bisschen schwach von dem Spiel, muss ich sagen. Ne? Und in dem Sinne, ja, ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Eindruck. Meine Empfehlung ist eher, erspart euch den Ärger, ihr ärgert euch nur. Glaubt mir, ich habe mir schon genug gehört. Und ich sage nur, Kack-Game, bloß nicht laden. One Troll Army, Epic Fail of Steam. Leider ein sehr schlechtes Tor-Defense. Es ist gut gemeint, aber ja, kann halt nichts. Ne? In dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play. Haut rein, Leute, wir sehen uns. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker-Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Thank you.